Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die Talkshow Nachschlag. Das ist eine Talkshow, wo Ken Jebsen bzw. Kevan Sofisiyavash, Dieter Dehm und Paul Brandenburg immer über die aktuellsten Themen der Woche diskutieren. Heute geht es um die Regierung und die Opposition, den Genderaktivismus und einen möglichen Weltkrieg. Das hier ist die 18. Folge von Nachschlag, das ist nicht die neueste, das heißt die Abstimmung über die Schlagzeile der Woche, die ist schon gelaufen. Das heißt, da können wir jetzt, ja, aber trotzdem noch hier in diesem Stream unsere Schlagzeile der Woche ja trotzdem bestimmen. Das soll uns daran, glaube ich, nicht hindern. Also, los geht's. Willkommen bei Nachschlag, die alte weiße Wochenshow für Hass, Hetze und die Entlarvung auch aller sonstigen Propaganda. Ich begrüße wie immer sehr herzlich meine beiden Kollegen, Kevan Sofisiyavash und Dieter Dehm. Guten Tag. Und der eine natürlich standesgemäß aus einem alten weißen Verbrennerauto. Unsere Schlagzeilen heute. Erstens, die Regierung gibt die Opposition zum Abschuss frei. Zweitens, Genderaktivismus ist die Frauenversion des Serienmorders. Und drittens, Weltkrieg droht bei Biden und Trump. Kevan, die Regierung gibt die Opposition zum Abschuss frei, ist dein Thema. Aber Moment, ich schulde euch natürlich die Ergebnisse der letzten Woche. Denn ihr konntet wie immer abstimmen auf nachschlag.express. Das habt ihr getan und habt gesagt, mit 53% Deutschland eine Staatenleiche sei das Treffendste gewesen. Es folgt Demokratie ist lustig mit 34% und diesmal mit nur 11% auf Platz 3. Konzernmedien missbrauchen Antifaschismus. Dieter, die Letzten werden die Ersten sein. Jetzt aber, Kevan, die Regierung gibt die Opposition zum Abschuss frei. Ja, und ich muss sagen, mir macht diese Schlagzeile nicht wirklich Spaß, weil ich erinnere mich doch an Zeiten, die dann in einem Attentat auf Rudi Dutschke geendet haben. Und das ist jetzt nicht so weit herbeigeholt, wenn ich überlege, was in den letzten Wochen und Monaten an sprachlichen Entgleisungen von der Regierung gegenüber der Opposition stattgefunden hat, ohne dass der Aufstand der Anständigen stattgefunden hat, da sehe ich schon, dass eine Art von Pogromstimmung erzeugt werden soll, obwohl das... Also das ist jetzt schon eine harte Wortwahl, aber klar, also mit der grundsätzlichen Feststellung, dass es Entgleisungen gegen die Opposition, aber auch gegen unabhängige Journalisten, Sofisiyavash hier völlig recht. Also wir hatten ja vor kurzem auf den Auftritt von Florian Warbeck bei der Bundespressekonferenz reagiert und Habeck hat ihn da ja wirklich übelst beschimpft, einfach nur, weil er eine kritische Frage gestellt hat. Also die grundsätzliche Beobachtung, wir schauen mal, wie Kevan das hier belegt. Und Pogromstimmung ja auch schon wieder belastet ist, aber ich rede jetzt mal nur von Wannsee-Konferenz, was da für absurde Vergleiche gezogen werden. Ich werde ja auch gleich zwei, drei Beispiele dazu bringen, wo ich sage, da muss man sich wirklich Sorgen machen, aber eben nicht nur als Oppositioneller, sondern auch als Andersdenkender. Das betrifft uns alle drei hier auch, ja? So dass sich Leute berufen fühlen, uns die Wiedergänger Adolf Hitlers aus dem Weg zu räumen. Also nur ein Beispiel. Wenn ich mir anschaue, was Frau Strack-Zimmermann behauptet, dass nämlich die AfD ein Haufen Scheiße sei und die Wähler sind Schmeißfliegen. Oder aber, wenn ein Bundespolitiker, den ich gar nicht nennen möchte, sagt einfach, wir haben es mit Rattenfängern zu tun, die Wähler also als Ratten bezeichnet, dann ist das doch ein Jargon. Also das Erste von Strack-Zimmermann, das hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen, das ist, ja, wirklich eine völlige diskursive Eskalation. Ich kriege es nur mit, wie die Frau Krieg gegen Russland trommelt, wie die Frau dauernd weitere Waffenlieferungen in die Ukraine fordert und mit ihren ganzen Prognosen im Sinne von, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, krachend gescheitert ist bisher. Aber das ist natürlich eine totale verbale Entgleisung. Aber das Zitat von Steinmeier, worauf hier gerade angespielt wird, das hat ja nicht Wähler als Ratten bezeichnet, sondern diese Metapher des Rattenfängers von Hameln, die bezieht sich halt darauf, dass dieser Rattenfänger, der hat der Stadt Hameln die Ratten vom Hals geschafft. Die Bürger von Hameln wollten ihn da nicht bezahlen und dann ist der Rattenfänger wiedergekommen und hat seine Flötenmelodie gespielt und hat all die Kinder aus Hameln dann abgezogen. Also die Wähler, die werden, um jetzt in dieser Metapher zu bleiben, hier nicht mit Ratten verglichen, sondern mit Kindern. Ist jetzt auch nicht sonderlich freundlich, wenn man Wähler als dumme, naive Schafe darstellt, die von diesen bösen AfD-Rattenfängern hinters Licht geführt werden. Aber ist schon ein Unterschied, ob man die Wähler jetzt mit Ratten oder mit Kindern vergleichen. Also ich meine, dieses Bild vom Rattenfänger, das bezieht sich halt auf diese sehr bekannte Geschichte vom Rattenfänger von Hameln. Menschen mit Nagern, also Schädlingen und Insekten gleichsetzt, und das kommt mir ziemlich bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Und das hat schon mal in Deutschland dann dazu geführt, dass die gemeint waren, vogelfrei waren und dass die in Lagern endeten. Und das geht jetzt aber von der Regierung aus, die den anderen vorwerfen, die wären extremistisch.
Und dazu kommt eben auch, wenn man sich mal damit da auch mal anschaut, was in den letzten Jahren mit Oppositionellen passiert ist. Ich rede jetzt hier speziell auch von der AfD. Und ich muss auch gar kein AfD-Freund sein. Das ist totaler Quatsch. Sondern wenn ich eben sehe, dass im Deutschen Bundestag die Büroräume von AfD-Abgeordneten, die Türen verschmiert werden in einem Hochsicherheitstrakt, dann ist für mich das klar, das wird geduldet. Das passiert nicht so rot. Da sind ja überall Kameras. Das heißt, man weiß, wer das ist und duldet das eben. Oder aber, wenn die Autos von AfD-Politikern abgefackelt werden, oder wenn eine Alice Weidel regelmäßig mit ihrer Familie evakuiert werden muss, weil eine Bombendrohung da ist. Und das wird alles so hingenommen, oder die Krönung, möchte ich mal sagen, auf einer Demonstration stand breit, und zwar für alle sichtbar, AfDler töten. Das muss man sich mal auf der Kleinhirnrinde zergehen lassen. Also AfDler töten. Das heißt, das ruft nach Querschläger für Querdenker. Was ist denn hier? Ja, und die Polizei stand daneben. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein paar Idioten das gehisst haben und es nichts passiert, sondern die Polizisten, die, ja, die standen daneben und haben sich das angeschaut. Also geht natürlich überhaupt nicht. Eigentlich los. Und das ist schon eine Stimmung nach dem Motto, wenn wir Adolf Hitler und seine Manne nicht verhindern wollen, muss jetzt einer das Attentat eben machen. Und ich finde, das ist eine extrem schlimme Entwicklung, die auch damit zu tun hat, dass wir es inzwischen mit einer Politik zu tun haben, mit einer rot-grünen Ideologie, die sich als Befreiungsbewegung sieht. Und da bin ich wieder bei Karl Marx, das wird Dieter freuen. Karl Marx hat zu Recht gesagt, jede Befreiungsbewegung ändert ihren Charakter, wenn sie von der Utopie in die Gegenwart wechselt. Und das haben wir heute. Das heißt, das sind Menschen, die sind derart hysterisch, die glauben wirklich, der Weltuntergang droht. Die benehmen sich so ein bisschen jetzt Vorform von Magda Goebbels, und wir müssen alles verhindern, alle Register ziehen. Denn dass bei denen, was ich hier gerade genannt habe, das passiert jetzt schon über eine sehr lange Zeit, kein Aufschrei stattfindet, und zwar bei denen, die ständig für die Demokratie trommeln und die Meinungsfreiheit sagen, das geht jetzt aber entschieden zu weit, weil es ist nicht mehr interpretierbar, AfDler töten. Das ist ein klassischer Mordaufruf. Wenn das eben so durchläuft, dann würde mich das nicht wundern, wenn jetzt in den nächsten Monaten, und das stehen ja große Wahlen an, wenn es da zu Exzessen kommt und wenn es auch da zu Toten kommt. Ich persönlich, ich rechne damit, dass es wirklich Anschläge geben wird auf Spitzenkandidaten der AfD, auf Veranstaltungen. Ich rechne ehrlich damit. Ja, aber im ganz großen Stil, also dass da wirklich was in die Luft fliegt und es Tote gibt, dass dann eine Autobombe stattfindet und irgendjemand sich in die Luft sprengt oder irgendetwas anderes passiert. Ja? Also das ist eben, wir sind heute bei einer Verrohung der Sprache angekommen, die ja eine Stimmung erzeugen soll, dass es dann irgendjemand getan hat. Wir werden nie rausfinden, wer das ist, aber das heißt, dass Demokratie unmöglich gemacht wird. Und das sehen wir auch schon anhand der Sprache. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Regierung bei Demonstrationen mit dabei ist, die eigentlich gegen die Opposition gerichtet ist, also eigentlich gegen sie selbst, weil es ja ihre Politik, die Opposition erst ermöglicht. Das wird ja immer vergessen. Und da heißt es dann Demokraten gegen rechts. Das ist schon in sich so absurd, weil wer als Demokrat gegen rechts ist, kann gar kein Demokrat sein, weil eine Demokratie ohne zwei Spektren, also rechts und links, dafür steht es ja. Geht ja überhaupt gar nicht. Also wenn jemand schon so sprachlich verwirrt ist, also schon so im Es Ja, was heißt verwirrt? Es ist halt, das Schlagwort Demokratie wurde von den Herrschenden okkupiert und Demokratie heißt, es passiert das, was wir sagen. Also das Wort hat, zumindest wenn es Leute aus der Grünen Partei verwenden oder aus der SPD oder sucht euch irgendeine Altpartei aus, dann hat dieses Wort jede Bedeutung verloren. SED-Deutsch drin ist, dass er bereit ist, dafür alles zu tun, und weil er sonst den Untergang sieht und er muss alles tun, dann sind wir inzwischen bei einer Qualität und einer Stimmung in diesem Land, da wird es wirklich gefährlich. Und ich kann nur sagen, ich würde es gerne anders formulieren, aber ich spüre schon eine Stimmung, dass mich das überhaupt nicht überraschen würde, wenn irgendein Extremist Tatsachen setzt, und zwar mit einer Kugel. Und wenn man sich mal anschaut, wie auch das sogenannte Geheimtreffen in der Öffentlichkeit, wie das lanciert wurde, es wurde ja im November abgehört, ja, ein privates Treffen, und wie es dann eben rechtzeitig zu den Erfolgen der AfD lanciert wird und wie da gelogen wurde, dass sich die Balken biegen und wie das von den Medien her hingenommen wird, da ist ja keine Geschmacklosigkeit, wird ja da vom Tisch gewischt, wie man ein solches Treffen, wo sich vier AfDler und fünf CDUler und zwei, drei andere aus der Wirtschaft treffen, um sich über Gott und die Welt zu unterhalten, und wenn sie nur Müll erzählen, wie man das zu einer Wannsee-Konferenz deuten kann, das ist ein solcher Skandal gegenüber der tatsächlichen Wannsee-Konferenz und dem tatsächlichen Holocaust, der ja dort die Endlösung beschlossen wurde. Ja, das dient dazu, um die AfD als absoluten Feind zu markieren. Also seht her, die AfD, die sind so schlimm wie die Nazis, die, wenn wir Demokratie retten wollen, dürfen wir die ruhig, ja, dann dürfen wir denen Gewalt antun. Also nichts anderes heißt das. Also solche Vergleiche, die heizen diese Freund-Feind-Dichotomie, die unsere Altpartei inzwischen sich und alle, die sie kritisieren, noch immer weiter an.
dass man sich mal vorstellen muss, was mit jedem anderen passiert wäre, der so etwas auch nur gesagt hätte. Ja, aber das rutscht einfach so durch und dann lügt auch noch die Chefin von Korrektiv im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und sagt, sie hätte das Wort Deportation nie benutzt. Im Übrigen hat ja die Regierung selbst die letzten Wochen und Monate alles dafür getan, um sich im Deportieren zu überbieten. Ja, also Sippenhaft abschieben, also lauter Dinge, die gar nicht rechtsstaatlich sicher sind. Aber wir sehen eben, wir messen hier vollkommen mit zweierlei Maß und die, die das tun, die sich da oben wählen, die erinnern mich auch sehr, sehr stark an die Kollegen in den letzten Wochen und Monaten der Volkskammer. Und ich frage mich eben schon, wer hier den Ego Grenz machen wird, wer aber dann den Daumen runter macht und die Panzer übersetzt gesprochen rollen lässt. Von daher denke ich, wir sind inzwischen in einem Land angekommen, da ist überhaupt kein Diskurs mehr möglich. Da gibt es nur noch Lager, die sich gegenseitig hassen, aber der Hass geht nicht von der Opposition aus. Der Hass geht von der sogenannten guten Regierung aus, die sich für gut hält und sagt, in diesem Fall ist jedes Mittel recht, weil die auf der anderen Seite, das sind ja die Wiedergänger Adolf Hitlers und in ihren Medien wird das eben auch nur transportiert. Und wenn man mal wie ich regelmäßig mit seinem Verbrenner in eine Tankstelle marschiert und sich mal anschaut, was die sogenannten Nachrichtenmagazine denn noch so an Quantität bieten, das sind ja Blättchen, ja, von Fokus bis Spiegel, das kauft ja auch gar keiner mehr. Das heißt, das ist die ganzen Journalisten, die wir heute dort haben, ja, die arbeiten für die eigene Blase. Das sind politische Journalisten, hat Helmut Schmidt gesagt, da hat man manchmal das Gefühl, die sind weniger Mitglied eines politischen Lagers als Journalisten und das trifft es wirklich auf den Punkt. Und das sind ganz moderne Transjournalisten, die Ja, und ich kann nur sagen, das ist nicht ungefährlich. Das ist nicht ungefährlich, weil ich erinnere mich daran, das ist ja schon ein paar Tage her, aber es hat ja schon stattgefunden. Man hat damals, das war der Spiegel und die Bildzeitung, haben meine Privatadresse, wo meine Kinder gewohnt haben, gefilmt und da haben sich dann eben nicht nur entsprechende Journalisten, ja, also Prästituierte eingefunden, sondern auch irgendwelche Schlägertrupps mit linksgrünem Ausweis und haben dann meinen Kindern aufgelauert. Das habe ich ja alles schon erlebt. Also von daher. Okay, das ist echt krass. Also sowas müsste eigentlich rechtliche Konsequenzen haben. Ich meine, die Wohnadresse von jemand anderem zu veröffentlichen, ist ja illegal. Also krass. Es ist für mich keine Vermutung, wie weit die gehen würden. Ich habe das ja selbst erlebt. Nur das wird jetzt im großen Stil produziert und da kann ich nur sagen, ich mache mir große Sorgen, denn wenn ich so denke wie Sie, muss bis zu den nächsten großen Wahlen, wo die AfD abräumen wird, muss irgendetwas passieren, um das unmöglich zu machen. Da brauche ich nicht unbedingt Kriegsrecht. Irgendetwas anderes muss ich machen. Und ich rechne da wirklich mit allem. Ja, zumal es wäre eben der willkommene Anlass, einzugreifen und zu sagen, nun muss man eben. Ja, die Frage ist nur, wenn jetzt Attentate auf AfDler passieren. Also wir können nur hoffen, dass das nicht passiert. Aber wird das die AfD da, also ja, da hat man einen AfD-Politiker dann verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet. Aber die AfD, die gibt es ja trotzdem noch. Die kann ja trotzdem noch gewählt werden. Also das wird die AfD nicht schwächen. Und es kann sein, dass hier jetzt so ein Klima erzeugt wird, wo sowas wahrscheinlicher wird. Also das passiert gerade auf jeden Fall, dass so ein Klima erzeugt wird. Aber ja, die AfD hätte man dann ja immer noch. Und die AfD würde dann wahrscheinlich von mehr Menschen gewählt werden, wenn die Menschen sehen, wie aggressiv diese Partei angegriffen wird. Eben zum Schutz natürlich derer, die man da ans Messer geliefert hat oder gegen die man gehetzt hat, zum Schutz von denen sie quasi in Schutzhaft nehmen. Und da fällt einem dann auch schnell ein, was so alles gesperrt werden müsste an Medien und Kanälen, um das durchzusetzen. Dieter, ich sehe es ja ganz genauso, aber ich bin ja hier der Berufspessimist unter uns. Kannst du dem irgendwas entgegenhalten, was Überzeugendes? Entgegenhalten kann ich dem nicht so viel. Ich würde ein bisschen anders konnotieren. Also es zum Aufstieg eines Faschismus zählt immer ein großes Kapital, ein sehr rechtes, teilweise dann auch auf Krieg orientiertes Kapital. Und das steht hinter Korrektiv. Also wer jetzt die neue Nachdenkseiten gelesen hat, kann auch feststellen, welche großen Kapitalgeber dort mit teilweise Hunderttausenden und Millionenbeträgen involviert sind. Übrigens auch staatliche Stellen. Ich würde auch sagen, es ist gelungen, Worte zu okkupieren, zu usurpieren, zu kapern. Ich weigere mich, das irgendwo als links zu bezeichnen, weil das ist auch ein gekaperter Begriff. Also diejenigen, die, sagen wir mal, aus der Tradition einer wirklich auf die Arbeiterbewegung orientierten Linken kommen, haben damit nichts zu tun. Und aber die Entschuldige. Verzeih bitte. Aber nehmen wir so einen wie diesen wahnsinnigen Drogenpatienten Tacho Müller. Ein Mann, der für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet hat, von ihr finanziert wurde, immer wieder auch in öffentlich-rechtlichen Medien auftritt. Dort zelebriert er dann Drogensex auf dem Schwulenstrich und öffentlicht das. Das ist seine Sache, das sei dahingestellt. Der tritt auf in öffentlich-rechtlichen Medien und erklärt dort wörtlich, man müsse den Faschisten auf die Fresse hauen mit dem Stiefel ins Gesicht. Ja. Das ist jetzt so als Beispiel. Also will
Was? Also, wenn ihr den Bericht habt, wo der das erklärt hat, dann schickt mir den mal bitte. Also, ich stelle gerade fest, wie viele Sachen ich nicht mitbekomme. Also, weder die Äußerung von der Strack-Zimmermann noch das vom Tadeusz Müller. Und Tadeusz Müller ist ja nun mal leider Gottes eine relativ bekannte Persönlichkeit geworden durch die ganzen Auftritte in den Öffentlich-Rechtlichen, die er hatte. Sagen, Ja, natürlich aber Paul, sei nicht böse. Ich habe schon wird in aber meiner finanziert Zeit. von der Linkspartei. Ja, ich habe. Na, zu Faschismus. Faschismus ist die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Das heißt, einfach nur irgendwelche faschistoiden Methoden anzuwenden, reicht nicht dafür, dass du Faschismus hast. Also das will Dieter Dehm hier gerade sagen. Ja, deswegen ist es noch lange nicht links. Ich habe immer, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung anbetrifft, von der Mossad Luxemburg-Stiftung gesprochen, auch als ich in der Linken war, und ich habe von der CIA-Ebert-Stiftung gesprochen. Da sind die Geheimdienste tief drin, und wo die Geheimdienste tief drin sind, ist die Arbeiterbewegung jedenfalls nicht die organisierte und nicht die, auf die ich mich als Linker berufe. Du hast rechts, also deswegen, ich bin ein Demokrat gegen rechts, und rechts von der AfD sitzen die Grünen. Die sind diejenigen, die den Krieg verschärfen. Da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das ganze Szenario schafft eine Voraussetzung, soll eine Voraussetzung schaffen, möglichst viele junge Menschen mit einem heiligen Blick himmelwärts, die jetzt glauben, eine neue Machtergreifung zu verhindern und selber die neue Sophie Scholl oder der neue Graf Stoltenberg, Stauffenberg zu sein. Stoltenberg ist Denen ein schöner Wahlplakat. ein solches Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie im Grunde alles dürfen. Ich glaube nicht, dass die einen Attentat machen, weil da würden sie Märtyrer produzieren. Aber kurz davor kann es schon sein. Und bitte noch einen Satz dazu, wie stark diese Art, die Kevan widerfahren ist, die dir ja auch, Paul, widerfahren ist, die ich auch gelegentlich gespürt habe, auf Gewerkschaften geht. Sehen wir am Fall Klaus Weselski, der seine Familie auch regelmäßig während einer Auseinandersetzung in Sicherheit bringen muss. Und dieser Klaus Weselski war der Vorreiter für Verdi. Verdi distanziert sich gelegentlich von Weselski, aber sie verdanken ihm und seinem Streik, dass sie jetzt die Forderung 500 € im Monat mehr, man stelle sich diese große Summe mal vor, dass sie diese Forderung stellen können. Sie können es nur im Windschatten eines Menschen, der teilweise seine Gesundheit und seine Familie riskiert, weil er so deutlich nach vorne gegangen ist. Ja, und bei Weselski, da hat die Springerpresse ja vorne mitgehetzt. Also das ist ja schon eine jahrelange Kampagne, die gegen den Läufer, dass man Gewerkschafter ist, der einfach für Gewerkschaften da sind, zu streiken und höhere Löhne zu fordern. Und eben genauso in diesen Fleischwolf reingezogen wird, wie die eben von Kevan benannten. Aber weißt du, Dieter, ich möchte mal was sagen, damit man aber mal sieht, wie ideologisch verblendet die sind. Weil wenn man das vor 10 Jahren geäußert hätte, dann wäre das eigentlich etwas gewesen, wo man gesagt hat, das braucht man, kann man eigentlich bei Mail direkt abdrucken. Eine ZDF-Reporterin, deren Namen ich erfolgreich verdrängt habe, wurde gefragt, weil sie immer von Faschisten und Rechtsextremen spricht, wer denn rechtsextrem sei. Dann twittert die wirklich offiziell, rechtsextrem sind Leute, die nicht die Grünen wählen. Alle, die nicht die Grünen wählen, ja. Alle, die nicht die Grünen wählen, sind, und das ist die Arbeit der weiter beim Zentrum der Finsternis. Das muss ich mal vorstellen. Oder auch, wenn man sich, ich muss kein Freund von Björn Höcke sein. Ich sage immer wieder, Björn Höcke ist kein Idiot. Björn Höcke sagt viele Sachen, er hat auch in seinem Buch Sachen geschrieben, wo ich denke, Junge, das ist aber jetzt schon ganz schön braun, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem ist er kein Idiot. Das ist ja genau das. So einfach ist es eben nicht, ja. So. Aber dass ich dann sage, ich möchte ihm die Bürgerrechte entziehen. Also du kannst sogar als Beiweg kriegst du deine Bürgerrechte nicht aberkannt. Du kannst als Massenvergewaltiger, Massenmörder kriegst du deine Bürgerrechte Kevan, nicht aberkannt. Aber das ist doch einfach nur irre. ich will dir da noch, will ich doch unterstützen. Selbst Göring, selbst die Angeklagten in Nürnberg, Ich ich bin dachte ja gerade, du selber meinst die für, Bundestagsvizepräsidentin, aber gut, du meinst den anderen. denn ich meine jetzt den wirklichen Luftfahrtminister der Nazis. Selbst diejenigen sind, ich bin sehr dafür, dass die Partisanen mit Mussolini kurzen Prozess gemacht haben, das war Krieg und Bürgerkrieg. Aber die Alliierten haben gesagt, selbst Faschisten bekommen einen Anwalt, Bürgerrechte, Menschenrechte zuerkannt, dann sind sie hingerichtet worden, was ich richtig finde und wo zu wenige hingerichtet worden sind. Aber in jedem Falle finde ich, haben auch Faschisten, selbst wenn sie Faschisten wären, was man in vielen dieser von der grünen Presse behaupteten Fällen nicht nachweisen kann, in vielen Fällen nicht
auch nur annähernd nachweisen kann. Aber selbst wenn sie Faschisten wären, müssen sich Leute, die irgendetwas mit dem Grundgesetz zu tun haben, daran gewöhnen, dass sie genau dasselbe Recht auf Verteidigung haben wie sogenannte Nichtfaschisten. Sie müssen sich nicht nur daran gewöhnen, Dieter, sondern Sie müssen, da liegt ja gerade das Problem. Also wenn ich höre, eine Einreisesperre für Martin Sellner. Martin Sellner, dem habe ich sofort Asyl gewährt und habe gesagt, wenn der nach Berlin und Potsdam kommen möchte, würde ich mich jetzt persönlich darum kümmern, dass er gratis hier wohnen kann. Ich schmuggle ihn auch über die Grenze und zurück. Und es ist völlig unerheblich für dieses Angebot, ob ich Martin Sellner mag oder nicht. Ich würde das Gleiche mit Ricarda Lang machen, wenn sie Verbot in Potsdam erhielt. Ich finde das unerträglich, was Ricarda Lang von sich gibt. Aber eine Demokratie funktioniert so, dass Menschen ihre Unerträglichkeiten, ihre Dummheit und ihre Geschmacklosigkeiten von sich geben können und es nicht strafbar sein kann, wenn ein anderer sich dadurch gestört fühlt. Aber kleine Hoffnungsschimmer. Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Inkriminierung und die Verfolgung von sogenannten Meinungsdelikten in Deutschland. Mittlerweile geht es so weit, dass ich sage, wir müssen den Paragraph der Volksverhetzung abschaffen, weil er immer wieder dafür missbraucht wird. Und daran wird... Dazu wird er nicht nur missbraucht, der wurde dafür eingeführt. Also der Volksverhetzungsparagraph, der errichtete sich am Anfang zur Zeit, als Bismarck seine Sozialistengesetze dadurch gebracht hatte, vor allem gegen Sozialisten, gegen Leute, die die Arbeiter zum Klassenkampf aufwiegelten. Die wurden zuerst unter dem Paragraphen der Volksverhetzung verfolgt. Also der ist von Anfang an dafür da, dass der Staat Repressionen gegen Oppositionelle ausüben kann. Ja, und jetzt trifft es halt die AfD. Also ja, definitiv muss dieser Paragraph gestrichen werden. Demokratie entscheiden. Du hast ja beim letzten Mal richtig gesagt, die Marketingchefin von Martin Sellner war ja Nancy Faeser. Und mit den Maßnahmen hat sie jetzt das Buch auf der besten Liste, auf die Vorbestellungsnummer 1 bei der Amazon gebracht. Und so ähnlich ist ja auch mit Tucker Carlson, wenn der heute Nacht sein Interview veröffentlicht mit Putin. Er hat alle möglichen Drangsalien. Er soll auch, glaube ich, Einreiseverbot in Deutschland bekommen. Dann wird natürlich das der absolute Superhype. In der EU sogar. Entschuldigung, der Vorschlag war von Herrn Verhofstadt, man soll ihn aus der EU verbannen. Aber wir haben, glaube ich, gerade Kevan abgeschnitten, lieber Kevan. Ja, ich will nur sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass während der Zeit der Hochzeit der RAF ein Helmut Schmidt so etwas gefordert hätte. Ist ja auch gar nicht denkbar. Also die gar kein kurzer Prozess in Stammheim, es hat ja was Ähnliches stattgefunden, das ist eine andere Geschichte, aber einfach, nee, wir brauchen die nicht mehr hören, sondern Christian Klar können wir eigentlich gleich hinrichten und so weiter. Das ist nicht möglich, aber wir haben es heute mit einer wirklich linksgrünen Sekte zu tun. Das ist wirklich eine Sekte. Das handelt sich mit, ja, so anders kann man, für die ist das der Weltuntergang. Und es gibt ja Sekten, die dann gesagt haben, der Weltuntergang kommt morgen Abend und deswegen zünden wir uns heute an oder bringen uns alle um. Das geht in diese Richtung, weil ihr es gerade angesprochen habt. Auch wie sie hyperventilieren, weil jemand es gewagt hat, mit Putin zu sprechen. Da hat der Tucker Carlson zu Recht gesagt, Entschuldigung, ich muss gar nicht sein Kumpel sein. Ich spreche mit Putin, weil mir geht es um Amerika, weil es betrifft uns ja dann. Ja, und lassen wir den einfach nur reden. Wenn man das aber nicht... Ein Journalist interviewt einen Politiker. Ein Skandal. Wenn die beide aus einem Lager kommen, das man halt gerade nicht mag. Ja, tragen kann, dass die andere Seite zu Wort kommt, dann ist man kein Demokrat. Lass ihn doch Scheiße erzählen. Lass ihn doch Kopf und Kragen reden. Unser Job als Journalisten ist zuzuhören, nicht zu interpretieren, verdammte Scheiße. Ja. Und wenn ich aber sage, wie konnten Sie dem ein Forum bieten? Ich biete auch Leuten durch meine Steuergelder ein Forum im Deutschen Bundestag, wo ich sage, ey, da ist ja nur Kleinhirn dabei. Und ich rede nicht nur von Ricarda Lang. Ja. So. Also das muss ich ja auch eben ertragen. Und da sieht man eben, das ist Sekte. Das ist eben Weltuntergang. Das ist auch so ein bisschen so, da sind wir ganz kurz vor der Hochzeit der katholischen Kirche gleich verbrennen. Das ist so. Ich stimme zu, wir müssen das Thema leider abschließen, aber ich bin noch eine Negativprognose kann ich noch draufsetzen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, Kevan, dass diese Tat unbedingt, weil es gibt immer den möglichen einen Irren, der durchknallt und das dann einfach macht, weil ihm alle da drumherum sagen, das müsste man tun. Nach der Serie von Zellerlöchen, die wir in letzter Zeit hatten, nicht Sturm auf den Bundestag oder Sturm auf den Reichstag, wie man es nennen möchte, den Rollatorputsch, den es dann da gab, mir fallen einem ja die ganzen VS in lancierten Unsinnstaten gar nicht mehr ein. Traue ich diesen Inlandsgeheimdiensten problemlos auch ein Attentat zu? Überhaupt kein Problem. Ja. Nolens fliegt dann leider die Rohrbombe so nah an AfD-Mitarbeiter X in die Luft, dass er leider tot ist. Das ist denen auch relativ egal. Und ich habe schon oft gesagt, ich traue einer verblendeten Antidemokratin, die jetzt schon Hass predigt wie Nancy Faeser, auch ganz persönlich zu, dass sie so einen mordbilligenden Kauf nimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine Befürchtung. Also, um es abzuschließen, wer in Deutschland ein Plakat öffentlich während der Demonstration gegen die Antidemokraten zulässt, AfDler töten, und das spielt keine Rolle in unseren Medien, es wird auch in keiner Weise, wird auch nicht ein, der zeigt sein wahres Gesicht. Ja, das ist so, in der Tat. Und ihr Lieben, es wurde gerade schon erwähnt, dass Tucker Carlson sein Interview heute Nacht live gibt, sein Putin-Interview. Auf das warten natürlich alle gespannt. Und bevor das rauskommt und sicherlich den
Ah, das war damals noch gar nicht draußen. Stimmt. Ich hatte ja schon gesagt, Schlagzeile der Woche, die wir suchen, die ist diese Woche noch nicht zu bekommen. Also, die ist schon lange vorbei, die Abstimmung. Aber trotzdem gucken, was unsere Schlagzeile der Woche ist. Aber ja, krass, dass das Interview, das fühlt sich schon so lange her an, dieses Tucker Carlson-Putin-Interview. Aber ja, ist gerade mal 3 Wochen oder so her. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Gender-Aktivismus. Tagespolitik bestimmt, habe ich einen 3 Schritte Abstand genommen und habe an etwas gefunden, was ich für symptomatisch halte. Für diesen Hass, den ja auch Kevan geißelte, und sage Genderaktivismus, das ist die Frauenversion des Serienmordes. Warum ist das so? Wenn wir uns angucken, welcher Hass dahinter steckt, stellen wir fest, aus meiner Sicht, wenige Männer hassen eigentlich Frauen. Und noch weniger hassen Frauen so sehr, dass sie zu Mördern werden. Die allerwenigsten dann werden gar zu Serienmörder. Serienmörder sind aber praktisch immer Männer, ihre Opfer immer Frauen. Ausnahme bestätigen auch die Faustregel. Mit diesen Taten arbeiten sich Serienmörder an den Frauen in Gänze ab. Stellvertretend für alle foltern und ermorden sie also immer wieder eine beliebig ausgewählte Einzelne. Befriedigung, wenn man es denn so nennen muss, vermag einem Serienmörder seine Tat, und das diktiert ja die Logik, wenn überhaupt, dann nur für den ganz kurzen Augenblick zu kriegen. Er wird ja immer wieder feststellen, dass er nicht die Frauen im Allgemeinen trifft, die so wenig schuld sind an seinem wie auch immer gearteten Antrieb für den Wahnsinn, wie die eine, die er da trifft, nun geeignet sein könnte, die Frauen in Gänze irgendwie für ihn stellvertretend. Insofern scheitert ja jeder Serienmörder automatisch. Den Mordopfern, die er immer hinter sich hat, nützt natürlich das Wissen herzlich wenig und gar nichts. Frauen wiederum, die Männer hassen, verhalten sich notwendigerweise anders. Die Biologie hindert die meisten von ihnen an irgendwelchen Körperlichkeiten. Frauen morden in Beziehungen, wenn sie denn morden, und meist mit besonderer Heimtücke. Was sollen sie auch sonst tun bei Männern, die im Durchschnitt ein Drittel mehr Muskelmasse haben? Das ändert sich zwar auch in unserer westlichen Gesellschaft jetzt dauernd, aber grundsätzlich ist es erstmal so. Deswegen gehen sie heimtückisch vor, sie gehen subtiler vor, und nichts anderes machen im Prinzip diese Gender-Aktivisten, von denen ich sprechen will. Die sogenannte Gender-Theorie besagt im Kern, dass alle Frauen grundsätzlich Opfer der Männer sind. Gewalt und Unterdrückung seien demnach Wesenskern der Männlichkeit. Folgerichtig in sich schlüssig, sagt der Fachmann, verlangt diese Gender-Theorie deswegen die Abschaffung der Männlichkeit. Und wie ihr männlicher Gegenpart, nämlich der Serienmörder, verkennt die Gender-Aktivistin bei dieser Tat, bei diesem Ansinnen, dass ihre Tat notwendigerweise am Ende auf sie zurückfällt, sie selber trifft und ihr die Grundlage entzieht. Das ganze Ausmaß der Idiotie und der Verblendung wird eigentlich schon im Ausspruch der Gründerin dieses Gender-Konstruktes von Judith Butler deutlich. Entschuldigung, Judith Butler. Sie lehrt ja ihren Anhängerinnen tatsächlich, jeder Orgasmus einer Frau sei eine Unterwerfung unter die Unterdrückung der Männer. Let that sink in, wie es so schön heißt. Also mehr gibt es über diese sogenannte Theorie eigentlich gar nicht zu erfahren und zusammenzufassen, außer dass sie wie jeder Wahn viele Pseudonyme trägt und verschiedenen Varianten vorkommt. Da gibt es dann die Bezeichnung intersektionaler Feminismus oder auch das alle in aller Munde befindliche DEI, Diversity, Equity and Inclusion, also Diversität, Teilhabe und Inklusion. Mit diesen Etiketten suchen die Anhängerinnen dieser Hasslehre gegen Männer, nichts anderes ist das, die Nähe zu Verbündeten. Entsprechend fließend sind dann auch die Übergänge zu solchen Ideologien wie der Critical Race Theorie, also der kritischen Rassentheorie, die nichts anderes ist als Ausdruck des Hasses vornehmlich schwarzer Rassisten auf weiße, angebliche Rassisten. Also die Frauen der Genderlehre verlangen die Ich Auslöschung. glaube, das muss man noch ein bisschen länger erklären. Die kritische Rassentheorie, die behauptet, jedenfalls einige extreme Vertreter behaupten, dass alle Weißen qua Nation, qua ihrer Hautfarbe, Rassisten werden. Und das ist die Grundannahme, mit der die durch die Welt geht. Das heißt, jede Benachteiligung schwarzer Menschen ist auf die rassistische weiße Mehrheitsgesellschaft zurückzuführen. Also eine komplett irre Ideologie, die nichts mit der Realität zu tun hat, die aber vor allem in universitären Kreisen immer mehr Zulauf erhält. Des Mannes. Welches erlittene Trauma da dahinter steckt, ist so unerheblich wie im Falle des Serienmörders. Es hat die Opfer nicht zu interessieren und entschuldigt nicht die Tat. Anders als der männliche Serienmörder allerdings ermorden die natürlich erstmal niemanden, die Gender-Aktivisten. Vielmehr unternehmen sie den Versuch eines sozialen Massenmords an der Männlichkeit im Ganzen. Frauentypisch eben deutlich subtiler und anders als der Mann, der ein einzelnes Opfer rauspickt, um eben das begehrte Endziel zumindest theoretisch ja erreichen zu können. Der Mann scheitert im Ansatz mit seinem physischen Serienmord. Die Gender-Theorie, so denn zu Ende gedacht, würde zur Abschaffung der Männlichkeit führen. Die Frauen gehen also, kann man hier sagen, schlauer ans Werk.
Genderkranke Frauen scheinen unterm Strich aber gar nicht unbedingt häufiger als Serienmörder unter Männern. Sie sind also zu wenige, als dass sie alleine ja Aussicht darauf hätten, ihren Vernichtungswunsch irgendwie durch soziale Ausgrenzung umsetzen zu können. Sie brauchen eine theoretische Mehrheit, eine zumindest so scheinende Mehrheit. Und entsprechend ist ihre wichtigste Waffe die Konstruktion zumindest scheinbarer Mehrheit. Im ersten Schritt machen Sie das durch Schaffung, durch Auflösung der Geschlechter an sich. Sie erklären Geschlechter zu bloßen Willenserklärungen. Durch Beiführung des Präfixes trans kann also alles zu allem werden. Männer können zu Frauen werden und Firmenpleiten zu Wirtschaftswachstum, wenn man denn Habeck heißt. Schwule und Lesben und alle anderen Spielarten des Geschlechtslebens ziehen Sie damit rein und nehmen Sie als angebliche Beweise dafür, dass es so ist und dass man das beliebig wechseln könnte. Es dauerte Jahre, bis Schwule und Lesben verstanden haben, dass sie mit diesem Körperversuch sich selbst schaden, sich zur Wehr setzen. Heute machen sie das. Es gibt die Alliance of Gays and Lesbians, die ganz eindeutig verlangt, sich von der Trans-Ideologie abzusetzen, die von diesen Trans-Aktivisten verlangt, eben nicht ungefragt LG, also Lesbians und Gays, mit reinzunehmen und diese ganze Armada, also diesen Rattenschwanz von anderen Buchstaben und Ziffern noch dahinter zu hängen. Damit erweisen sie uns, diese Aktivisten, diese Schwulen- und Lesben-Aktivisten, die langsam aufstehen, einen Dienst und zugleich auch den wenigen Frauen und Männern, deren Entscheidung es tatsächlich ist, in der Kleidung und im Auftreten des anderen Geschlechts zu leben und das wir zu respektieren haben, was ihnen selbstverständlich auch zusteht. Dank dieses wachsenden Widerstandes jedenfalls dürfen wir zuversichtlich sein, davon bin ich überzeugt, dass in naher Zukunft nur noch eine Handvoll verlorener Existenzen, wie beispielsweise Herr Georg Kellermann, weiterhin versuchen werden, sich da reinzudrängeln, die LGB-Gruppe und eine Schicksalsgemeinschaft zu konstruieren, die es da gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Lösung gegen Identitätspolitik einfach eine andere Form von Identitätspolitik ist. Ich finde, wir sollten diese Fragen der sexuellen Orientierung oder Identität politisieren. Also das ist nichts, wo wir uns irgendeiner Community zugehörig fühlen sollten, sondern wir sollten einfach sagen, mach in deinem Bett, was du für richtig hältst, aber lass die Mehrheitsgesellschaft damit in Ruhe. Also wie gesagt, ich finde es überhaupt albern, da irgendwelche Schwulen- und Lesbenverbände zu gründen. Nicht gibt. Das Gleiche gilt auch für Feministinnen. Die waren nämlich Schritt 2 dieser Einverleibungsfantasien der Gender-Trans-Ideologen. Im zweiten Schritt also all solche Frauen, die auf die Selbstverständlichkeit beharrt haben, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Schon im Ansatz ist aber dieses völlig einende und richtige Ziel der Feministen das genaue Gegenteil der spaltenden Genderlehre. Und immer mehr Feministen merken das jetzt und wenden sich auch gegen ihre feindliche Übernahme. Und wenn sie damit fertig sind, dürfte von den Genderkranken ähnlich wenig überbleiben wie von den sogenannten männlichen Feministen, die sich aus allen möglichen Motiven als solche bezeichnen. Spätestens mit den absurden Angriffen auf Harry Potter-Autorin J.K. Rowling haben viele Frauen, gerade die Feministen, erkannt, dass die Genderlehre zur Auflösung des Geschlechterbegriffes führt und damit letztlich frauenfeindlich ist von der Grundkonstruktion her. Am deutlichsten aber wird diese Geisteskrankheit Gender immer da, wo sie versucht, sich mit sachfremden Ideologien zu verbinden. Aus ihrem Postulat einer toxischen Männlichkeit macht sie zum Beispiel, also sie macht dieses Postulat einer toxischen Männlichkeit, um umweltbewegte Frauen irgendwie anzuwerben. Aus toxisch wird dann nämlich die fossile Männlichkeit in diesem Kontext. Ein Wort, das da könnte man ganze Symposien drüber veranstalten. Also fossile Männlichkeit und die Etymologie dieses absurden Konstruktes entlarven letztlich den ganzen Wahnsinn dahinter. Und ich bin überzeugt, irgendwann gibt es Historiker-Jahrgänge, die sich über diesen Kram genauso belustigen können, wie wir heute über die abgehängten Klavierbeine im viktorianischen England, die damals als obszön galten. Für die Gegenwart bleibt festzuhalten, das Patriarchat als Hirngespinst dieser Hassbewegten ist vergleichbar mit dem der Pandemie der vergangenen 4 Jahre. Seinen Erfinderin dient dieser Wahnsinn als Rechtfertigung, die eigenen Triebe auszuleben, die niederen vor allem. Wir dürfen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sie selbst um die logische Lehre im Herzen ihrer Erzählung wissen. Das legt jedenfalls die Aggressivität nahe, mit der sie wie die Impfbetrüger und Pandemieerzähler. Ganz ehrlich, schickt sowas mal Leuten wie Neitan. Genau so muss man mit solchen Leuten reden. Also absolut richtig, was Paul Brandenburg. All jenen begegnet, die es wagen, nach einem Existenzbeweis für ihre angeblichen Monster zu fragen, die zur Gründung ihrer Lehre führen. Die Genderlehre ist also keine Theorie und am wenigsten ist sie eine Wissenschaft. Und auch als Kunst hätte sie keine Existenzberechtigung, denn sie ist krankhafter Hass. Sie ist ein Vernichtungswunsch, gerichtet gegen Männer. Als Gesellschaft sollten wir den Betroffenen wo immer möglich Therapieangebote machen. Darüber hinaus aber, meine ich, dürfen wir keine Ressourcen an sie verschwenden, am allerwenigsten unsere Lebenszeit.
Und dass das höchste Zeit ist, diesen herrschenden Totalitarismus damit zu bekämpfen, das zeigt, wie nämlich das Ganze, dieser Hass, der da geschürt wird, verwendet wird. Ähnlich wie das, was Kevan gerade als Agitation gegen die Opposition bezeichnete. Denn es haben sich natürlich Totalitaristen dieser Geisteskrankheit Gendern ebenso bemächtigt und nähren sie und fördern sie weiter, wie mit der Klimarettung oder der Pandemie. Aus ihrer eigenen Niedertracht heraus versuchen sie damit zu spalten und nehmen in Kauf, dass Männer, die als selbsternannte Transfrauen in Frauenknäste kommen, dort echte Frauen vergewaltigen und demütigen. Und diese Bereitschaft, dieser bedingte Vorsatz, solche Gräueltaten eben zu instrumentalisieren zu politischen Zwecken, das hat ein dramatisches Urteil gezeigt, das dieser Tage am Amtsgericht Hersbrück gefällt wurde. Da urteilte tatsächlich ein Einzelrichter, ich glaube in erster Instanz ist nicht rechtskräftig, dass eine sogenannte Transfrau, die Kinderpornografie besaß, das besitzen dürfte oder zumindest entschuldigend hat es in die Rechnung einbezogen, weil, Zitat, dieser Besitz der Kinderpornografie notwendig gewesen sei als Teil der Identitätsfindung als Transfrau. Das muss man einsacken lassen. Der Wahnsinn der Argumentation entspricht dem Wahnsinn der sogenannten Fantasiegeschlechter. Denn ich bin ja kein Jurist, aber wie kommt man als Richter auf die Idee, sowas in ein Urteil zu schreiben, wäre irgendwie sinnvoll. Also nochmal, ich kann es ärztlich versichern, mehr als zwei Geschlechter gibt es auch beim Menschen nicht. Und auch bei ihnen bietet die Natur eine wunderbare Vielfalt in Ausprägung und Abweichung. Ganz selten wird ein Mann mit Geschlechtsorgan einer Frau geboren. Manche Frau hat ein Y-Chromosom eines Mannes. Und so selbstverständlich, wie alle diese Menschen die gleichen Rechte haben, so selbstverständlich bleibt die Tatsache, dass Variationen in seinem Erbmaterial oder seiner Organausprägung einen Mann ebenso wenig je zur Frau machen werden, wie das Tragen eines Kleides. Die Wahrheit lautet: Auch Frauen mögen Männer. Männer mögen Frauen, ob als hetero oder Homosexuelle oder als was auch immer. Und auch diese Regel wird natürlich durch ihre Ausnahmen bestätigt. Weil das aber die Regel ist, haltet sie bitte ab heute so hoch wie die Fußballfans von, ich glaube, Borussia Dortmund waren es, die das im Stadion neulich plakatierten. Ihre beiden Fußballexperten hier in der Runde werden mich korrigieren. Die hatten jedenfalls einen Banner mit einer schlichten Wahrheit hochgehalten. Es gibt nur zwei Geschlechter. Es waren noch Leverkusen und Dynamo Dresden, oder verwechsel ich da gerade was? Es gibt nur zwei Geschlechter und einen lächerlichen DFB. Mit dieser schlichten Wahrheit könnten wir den Terror... Schalke schreibt gerade einer. Habe ich gerade falsch... das war Leverkusen und Dresden? Wieso schreibt da einer Schalke dann? Oder haben die es auch gemacht? Stoppen, den wir momentan in dieser ganzen politischen Totalitarismuswelt erleben. Und die Parteienkorruption zu Fall bringen, die dahinter steht. Warum? Weil wir gesehen haben, wie die Fußballfunktionäre des DFB, die Teil genau dieser Korruptionswelt sind, darauf reagierten. 18.000 Euro Strafe an den Verein dafür, dass seine Fans dieses Plakat hochgehalten haben. Das muss man sich vor Augen führen. Das absurde Strafgeld von 18.000 Euro zeigt, wie blank die Nerven dieser Parteienkorruption liegen und wie einfach es damit auch ist, diese Bande vollkommen außer Kontrolle zu bringen. Also tun wir doch genau das. Also ganz ehrlich, du kannst schreiben, die Erde ist rund und der DFB verurteilt dich zu einer Strafe. Also das ist völlig, was soll man dazu noch sagen? Lächeln wir sie an und sagen dem nächsten Schreihals ganz leise und in Ruhe mit einem Lächeln, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass Männer Frauen nicht hassen und unterdrücken und umgekehrt die meisten Frauen Männer mögen. Es ist so unglaublich billig und einfach, aber aus meiner Sicht genau das Muster, Kevan, was du gerade mit deiner Hetze, mit dieses Hass kultivieren meintest, was, glaube ich, in diesem gänzlich unpolitischen Thema zu finden sei. War es Borussia Dortmund, Dieter? Ich gucke in deine strengen... Es war Borussia Dortmund. Habe ich das wenigstens nicht versemmelt? Ja, meine Meinung zur Gender-Theorie, lieber Dieter. Ja, ich glaube nicht, dass du, was die Zahlen anbetrifft, recht hast. Ich glaube, immer noch mehr Männer ermorden Frauen auch aus Frauenhass als Frauenmänner. Aber die Gewalt, die gelegentlich alleinerziehende Männer zu spüren bekommen, die dann ihre Kinder weggenommen bekommen und dann nicht mehr wiedersehen dürfen, was ja wirklich auch ein Schnitt ins Herz ist, zeigt nur eine Form für einen Teil dessen. Aber genau das habe ich gesagt, Verzeihung, ich habe genau das gesagt, dass selbstverständlich... Stimmt, das ist ein guter Punkt. Also wenn es mehr als zwei Geschlechter gibt, wieso gibt es da nur eine Männerbundesliga und eine Frauenbundesliga? Wo ist die Bundesliga für die ganzen anderen Geschlechter, könnte man... Ja, wie gesagt, es ist komplett albern, was der DFB sich da leistet. Hat nichts mit der Realität zu tun. Der eigentliche Mord, sehr viel häufiger von Männern natürlich an Frauen verübt wird. Das war völlig... Ja. Okay. Dann habe ich das nur missverstanden. Aber die Klarstellung schadet ja nichts. Außerdem glaube ich, dieser Begriff von der toxischen Männlichkeit, den nehmen auch Männer sich modisch an und
fühlen sich furchtbar wichtig und schmiergeln sich auch so ein bisschen dann bei Frauen ein, indem sie dann diese These vertreten in einer hysterischen Geste und theatralischen und selbstgerechten Geste. Da finde ich das eben auch peinlich. Ich finde vieles von dem Befund richtig und dadurch, dass wir so eingebläut bekommen haben, die Frauen sind das schwache Geschlecht und die Männer sind die geborenen Machos, ist diese Relativierung durch deinen Vortrag absolut notwendig. Und ich würde auch mir wünschen, dass wir die Gegensätzlichkeit von Männern und Frauen auch hochhalten. Das ist eben, wie der Volksmund richtig sagt, Gegensätze ziehen sich an. Und wenn man das alles egalisiert und nivelliert, dann ist auch ein Stück Lebensfreude kaputt. Ich möchte mal was dazu sagen. Vielen Dank nochmal für diesen Vortrag. Ich habe natürlich auch herzlich gelacht, weil es treibt wirklich absurde Blüten. Aber da gibt es etwas, was mir aufgefallen ist. Wir leben ja in einer Zeit des Machbarkeitswahns. Das hat damit zu tun, dass nämlich der Mensch glaubt, alles bestimmen zu können. Und es geht hier um die Atomisierung von Dingen, die man bisher so Gott gegeben, sage ich jetzt mal, schlimmes Wort. Ich meine nicht Karel Gott, also Männer und Frauen. So wird es auch demnächst mehrere Jahreszeiten geben. Das heißt, es wird immer mehr atomisiert. Und ist ein richtiger Religionsersatz. Ja, genau. Und die nächste Zündung wird dazu, und da müssen auch wegkommen können, das ist mir zu kurz gefasst, Frauen, Männer oder was ich queerfeministisch bei den Grünen, bei der Grünen Jugend, sondern ich möchte auch nicht mehr als Mensch angesprochen werden. Ich bin eine Amöbe, die keine Steuern bezahlt und morgen bin ich ein Datensatz. Also bitte, auch das möchte ich nicht mehr. Wir müssen wegkommen, dass man uns immer auf den Menschen konzentriert. Wird auch noch. Aber gleichzeitig hält man dann an Dingen fest, die es weiterhin gibt. Es gibt nämlich nach wie vor gute und böse. Das ist so lustig. Es wird alles wird ausformuliert bis ins letzte Detail, wenn man sich nicht festlegen, aber gleichzeitig ist derjenige, der das nicht unterschreibt, automatisch böse. Da ist man bei Schwarz-Weiß geblieben. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was mit einer Agenda am Ende des Tages belegt ist, nämlich es geht um die totale Atomisierung von allem. Dass du nämlich auf keinem Gebiet mehr sagen kannst, was richtig ist, weil du sofort weißt, was ist denn gerade der aktuelle Stand und das soll dann KI für dich übernehmen. Ich stelle nur fest, wie das in der Realität aussieht. Das ist zwischen, ich möchte mal auch Bonelli hier, den coolen Mann aus Wien, zitieren, dass natürlich ein Mann, der aussieht wie ein Mann und eine Frau, die aussieht wie eine Frau mit den typischen Attributen und sich auch so kleiden und so weiter, dass sie deswegen so attraktiv ist oder eher so attraktiv ist, weil sie eben so anders sind. Und wenn man sich immer mehr annähert, also alle aussehen wie Precht und so, da weiß man nicht genau, was ist denn das eigentlich. Ja, ich nenne sie diese DJ-Typen, dann wo ich eben sage, ja, diese Tilo-Jungs, das ist ja, sind eben Jungs, das ist alles super, aber es ist Lichtjahre davon entfernt, irgendwie Mensch zu sein oder irgendwie auch attraktiv zu sein. Und wenn man mal einen Laden sehen will, wollen die doch gar nicht. Entschuldigung, meine Theorie, ja. Das kriegen wir natürlich jetzt nur in einer akademischen Umfrage selber, das will auch keine Mehrheit. Sorry. Nein. Aktivistischen Gender-Irren sind genau in der Minderheit wie irgendwelche Klimakleber, die glauben, hätten da irgendeinen Anspruch, einen moralischen noch. Und Sie kapert ja. Aber nur wenn das eine Realität ist. Hat die Feministin, wehren sich mit Händen und Füßen völlig zu Recht und sagen, geh mir weg damit. Wie das eine Realität, es gibt ja auch Restaurants und Frauenkneipen, wo nur Frauen drin sind und da darf dann auch nicht geraucht werden, meinetwegen. Und ich stelle oft fest, dass die sehr alleine sind, weil da kann man sich nicht mal richtig kloppen, weil dass der andere eben so anders ist, über den man sich auch ärgert, das ist ja das Salz in der Suppe in jeder Beziehung. Das muss man ja einfach offen zugeben. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von Festtagen. Man ärgert sich auch ganz gerne an seiner Frau ab und umgedreht. Das ist da, man möchte es gerne anders, aber wenn man den Mann, wenn die Frau den Mann so geändert hat, dass er passt, ist er so langweilig, dass sie sich von ihm trennt, umgedreht, gilt übrigens dasselbe. Ja? Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob das, was früher als Ehe galt, dass man bis zum Tod zusammen sei, ob das eine coole Idee ist, natürlich nicht, sondern vielleicht endet die Beziehung zwischen 15 und 25 Jahren. Ich will ja auch nicht andeuten, dass es ja, eine auch in Ordnung. Reihe, eine ich meine nur, Reihe von Problemen zwischen Männern und Frauen gibt. Ich glaube, das ist doch völlig klar. Aber ich meine nur, die Grundannahme, dass es einen Geschlechterkampf gibt, das ist genauso schwachsinnig wie eine Covid-Pandemie. Es gibt keinen Geschlechterkampf. Genau. Aber, und das hat natürlich noch den Nebeneffekt, damit, das ist eine Beschäftigungstherapie von Leuten, die dann immer für Leute sprechen, die aber gar nicht darum gebeten haben. Es ist ja so, hinter jeder Trans-Person stehen ja 50 Aktivisten, die dafür Geld bekommen, die zu verteidigen und die wurden aber nie gefragt. Das heißt, das ist auch eine Einnahmequelle. Die wird natürlich wieder querfinanziert oder queerfinanziert, muss man sagen. Ja, das sind alles Queerdenker. So. Und was ich nur sagen möchte, das zeigt nämlich auch, wenn du dir auch anschaust, wie viel Geld in diese Lehrstühle fließt. Das sind ja Leute, die sind sonst auf dem freien Arbeitsmarkt schwer vermittelbar, weil das sind einfach Dummschwätzer. Das ist ja nur Gelaber, das ist einfach der totale Humbug. Das sind eigentlich Hofnarren, die mit Steuergeldern finanziert werden, weil wenn du so jemanden auf die Bühne stellst, was der da von sich gibt, das ist so schlecht, das ist ja unfreiwillig komisch, aber es hat eben keine Pointe. Und deswegen, ich glaube, dass sich das früher oder später erledigen wird. Es ist nur ein Zeichen für unseren heutigen Zeitgeist, dass nämlich alles variabel ist. Alle können alles sein. Und da kann ich nur sagen, das ist natürlich nicht der Fall.
Was? Aber es endet natürlich auch, dass der Tod abgeschafft wird. Der Mensch möchte die Krone der Schöpfung sein, aber es ist eigentlich die Dornenkrone der Schöpfung. Und das zeigt eben seinen Machbarkeitswahn. Und es endet im totalen Desaster, weil am Ende endet man im Chaos, weil ja nichts mehr stimmt. Und deswegen muss man wieder zurück und sagen, okay, es gibt sehr viele unterschiedliche Lebensformen, das bestreite ich auch gar nicht. Aber dass man ein kleines Stück nimmt und das hochkopiert und sagt, alle anderen sind verwirrt, das zeigt eigentlich nur diesen Wahn dieser Leute, dass nämlich die Welt so gestrickt werden muss, dass sie zu ihrer Dystopie passt. Ich glaube, dass man, was du sagst, auch damit reagiert kann, indem man an den entsprechenden Stellen herzlich lacht. Lachen, man muss auch mal lachen, anders geht das auch nicht mehr, weil das ist nur noch mit Humor zu ertragen. Es ist nämlich. Unbedingt. Und wer einen schlechten Tag hat, dem empfehle ich den neuesten Tweet von Georg Kellermann oder einen aus den vielen, die er so ablässt, wenn er da steht, ein alter weißer Mann in Frauenkleidern, der erklärt, man müsse Demokratie mit undemokratischen Mitteln verteidigen. Das wäre sein Beitrag für Meinungsvielfalt. Und den Georg Kellermann nimmt, der wird verklagt, weil er will Georgine genannt werden. Da kann man dann nur noch mit Lachen reagieren. Aber ich bleibe dabei, im Kern ist es, bin ich überzeugt, das abstruse Postulat, dass es den bösen Mann gegen die gute Frau gibt. Und habe immer noch die Hoffnung, dass der Großteil aller Frauen bei diesem Blödsinn sich kaum die Mühe macht, auch nur zuzuhören. Und ich Im Kern können diese Leute nicht mal sagen, was eine Frau ist. Also, die können keine Definition geben. Also wenn du die fragst, was ist deine Frau, dann sagen die dir jeder identifiziert. Also im Kern dekonstruieren die alles. Im Kern geht es darum, Geschlechter als Kategorie überhaupt abzuschaffen. Ich glaube, mit dieser Grundabsurdität, wer sich das wirklich vor Augen führt, wird auch der Rest klar. Und es wird deutlich, dass das ein Postulat ist, um Hass zu schüren, so wie auch alle anderen funktionieren. Und nur auf der Basis dieses Hasses kann dann ein Totalitarismus blühen oder gedeihen, so er das denn auch tut. Und die Sprachfigur tut mir sogar weh, während ich sie gerade erfinde. Machen wir Schluss damit, denn Dieter, du. Ja, das war ein guter Vortrag. Genau so muss man mit solchen Gender-Aktivisten reden. Also, wenn ihr mit Leuten wie Dekadent, Neitern und so weiter, sagt ihnen genau das, was Paul Brandenburg hier gerade vorgetragen hat. Kommen wir nun zum Thema von Dieter Dehm, einem drohenden Weltkrieg. Du sagst, ein Weltkrieg droht bei Biden. Biden und Trump, so habe ich sie ligiert. Also ein Weltkrieg droht bei Biden und Trump. Das ist so ein bisschen Wasser in den Wein derer, die jetzt auf einen Wahlsieg von Trump hoffen, weil sie auch in der Genderfrage, weil sie auch genervt sind in vielen anderen Fragen dieses Taterkreises Biden und seiner Verschärfung des Ukraine-Krieges und seiner Forcierung der Annäherung der NATO an russische Grenzen, was ja dem Ukraine-Krieg vorausgegangen ist, mit der Aufstellung von Überschallraketen, die dann in der Ostukraine schneller Moskau erreichen sollen, um dann natürlich ans russische Gas etc. ranzukommen und möglichst auch dabei Putin zu stürzen, nach was es im März nicht ganz aussieht. Ich will das deswegen sagen, weil das ist zwar auf der einen Seite richtig, deutet aber eine Arbeitsteilung an. Das heißt, die Europäer und besonders die Deutschen sollen jetzt die Militärlasten finanzieren, die in der Ukraine anfallen. Und da merken wir ja, wenn wir die Nachrichten anmachen, auch die ständige Eskalierung in Sprache und in Material. Während auf der anderen Seite sich in Bezug auf den Gaza-Konflikt eine ganz andere Situation entwickelt. Also wir haben gerade eine Konferenz gehabt in Jerusalem, in dem es um die Wiederbesiedlung des Gazas geht. Hier ist frei und offen darüber gesprochen worden, dass eine Massendeportation, nämlich nach Ägypten, zugrunde liegt, um den Gaza zu besiedeln und dann übrigens auch an die Erdölvorkommen vor der Küste vom Gazastreifen ranzukommen, was die Israelis, glaube ich, aphrodisiert, oder die israelische Regierung, nicht die Israelis, aphrodisiert. Also Das ist ja auch ganz interessant. Kurz nach Kriegsbeginn hat Israel dieses Gemeinschaftsprojekt, was man eigentlich zusammen mit den Palästinensern da aufgelegt hatte, nämlich, ich glaube, Erdgasförderung war das, dann einfach mal annektiert und eingefroren. Mütter und Väter der dort in Geiselhaft gehaltenen von der Hamas in Geiselhaft gehaltenen, aphrodisiert es natürlich nicht. Der internationale Gerichtshof hat jetzt die Klage zugelassen. Das verschärft natürlich das Klima in den USA. Und jetzt, um auf Trump zu kommen, kann man wirklich sagen, es hat seit Jahrzehnten, ich stütze mich hier auf einen ja, deutsch-polnischen Journalisten, der eigentlich Drehbuchautor und Filmregisseur ist, nämlich Elem Czinski, der das geschrieben hat, keinen überzeugteren Zionisten gegeben als Trump.
in der führenden Eliten seit Jahrzehnten. Das ist die Gefahr, die sich hier einschleichen kann. Ich sage gleich, also bauen wir nicht wieder einmal wie auf einen Olympstarrende auf die Wahlen in den USA. Es muss Unterstützung auf der Straße geben. Übrigens in den USA ist die Friedensbewegung in der Sache Gaza viel selbstbewusster als in Deutschland, war es Wunder. Also das ist die eigentliche Chance. Und nicht zu glauben, dass wir jetzt von Trump die ganz großen Segnungen da erwarten können. Er ist in der Ukraine-Frage, das haben wir in den Nachrichten gerade heute wieder gehört, derjenige, der die Militärhilfe kürzt, erwartet dann von den Europäern, dass wir da in die Finanzlücke einspringen. Aber er ist ein Hasser, nebenbei auch von China, vom Iran. Er hat schon deutlich Kriegsankündigungen in Sachen Iran gemacht. Trump hatte ja auch John Bolton zum Sicherheitsberater ernannt. Ein Neokon, ein absoluter Kriegstreiber, der schon ganz offen Krieg gegen den Iran angehört hat. Der hat das dann zum Glück nicht umgesetzt. Also der hatte gesagt, noch 2019 werden wir in Teheran feiern. Also das war schon gefährlich. Und Trump ist auch aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, was eigentlich zu einer verbesserten Beziehung zwischen den USA und dem Iran geführt hätte und was die Region heute sehr viel sicherer gemacht hätte, wenn man daran festgehalten hätte. Aber nein, der Westen wollte keinen Frieden. Der Westen wollte eine konsequent anti-iranische Politik betreiben. Und deswegen ist diese Region unter anderem mittlerweile auch so ein Pulverfass. Die ihresgleichen suchen. Seymour Hersh, den wir ja in anderer Stelle hier immer hochhalten, hat schon vor vielen, vielen Jahren, 2009, aufgedeckt, wie die USA das Nuklearwaffen. Dankeschön für das Abonnement. Arsenal in Israel aufgebaut haben, teilweise mit dem Deuten immer auf die Atomanlagen im Iran, aber dann gleichzeitig in Israel. Und dort ist eine Regierung an der Macht, die nicht zögern würde mit ihrem faschistischen Finanzminister Smotrich, die nicht zögern würde, diesen Krieg sofort auch zu machen. Und die Houthi-Rebellen waren ja fast angesagt. Das ist ja so ähnlich wie bei 9/11. Da war der Krieg gegen Afghanistan, Irak etc. ja schon vorgeplant vor 9/11, der war ja schon logistisch geplant. Und so ist das jetzt, dass fast wie gerufen diese Bombenanschläge von den Rebellen dort kommen und das dann immer wieder hingestellt wird, auch von Trump, als ein Stellvertreterkrieg gegen den Iran. Also ich kann nur warnen davor, dass man glaubt, da kommt von Trump jetzt der Frieden, der kommt in Sachen Ukraine, das betrifft uns Europäer natürlich direkter. Da ist er wahrscheinlich weitergehend. Ich traue ihm auch zu, dass er diesen Konflikt möglicherweise anders löst als Biden. Da wäre meine Sympathie, aber meine Sympathie ist überhaupt nicht bei der Unterstützung dieser aggressiven israelischen Siedlertruppen, die da wirklich Menschen wie Vieh behandeln oder eben, dass man sagt, also 20.000 oder 30.000 tote Palästinenser, das ist dann eben der Preis der westlichen Freiheit dort. Sondern wir sind auf uns angewiesen, wir sind darauf angewiesen, mit der Friedensbewegung in den USA und anderswo Kontakt zu halten, uns gegenseitig zu stärken, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Gefahr eines dritten Weltkrieges nicht auch von Trump kommen könnte, eben nicht in Sachen Russland, wahrscheinlich nicht in Sachen Russland, aber immer natürlich mit seinem Hass auf China, den hat er ja deutlich immer gemacht, dann auch gegen den Iran. Und das ist auch eine ganz tödliche Falle. Und letzter Satz, die ganzen Bill Gates und Klaus Schwabs und Resets, die haben ja immer zwischen den Teilen stehen. Ich glaube nicht an die ganz große Verschwörung durch so einen Typen wie Klaus Schwab. Man soll das auch nicht überhöhen. Aber es steht immer zwischen den Zeilen, dass ein großer globaler Krieg die Menschheit auf eine überschaubare Größe reduzieren würde. Und die, die das dann überleben, na, das sind ganz bestimmt nicht die Ärmsten auf diesem Planeten. Aber die da. Ja, vor allem Trump, das Argument ist ja nicht, wir müssen jetzt Frieden mit Russland machen, damit wir uns selber gut in der polaren Weltordnung positionieren, sondern das Argument ist, wir müssen jetzt mit Russland Frieden schließen, damit wir auf den eigentlichen großen Krieg gegen China besser vorbereitet sind, dass wir uns auf China konzentrieren können. Also das ist ein strategisches Argument. Das ist keineswegs ein Argument, dass man sich jetzt mit der neuen multipolaren Weltordnung abfindet, sondern das Argument dahin, dass man gegen China noch aggressiver auftritt. Trump hat ja auch nicht ohne Grund den Wirtschaftskrieg gegen China begonnen. Trump hat auch nicht ohne Grund China bei der Taiwan-Frage immer weiter provoziert. Eine Rückfrage. Das droht zwar bei Biden, aber droht bei Trump weniger denn bei Biden der Krieg nach deiner Meinung oder nimmt es sich nicht zum Ende? Also ich sag mal so, ich hätte bestimmt damals nicht Trump unterstützt. Ich war zwischenzeitlich am Schwanken, was ich denn gemacht hätte. Zum Glück geht dieser Kelch ja an mir vorüber, weil ich kein amerikanischer Wähler bin, aber ich habe mit vielen
in der Friedensbewegung in den USA Kontakt. Da ist die Tendenz schon eher zu Trump. Ich wollte nur auf die Gefahr hinweisen und Wasser in den Wein gießen, zu glauben, dass von Trump nicht auch die Gefahr eines Weltkrieges ausgehen könnte. Da stimme ich zu, Kevan. Unumschränktes Bejubeln ist ja noch nicht seine Spezialität. Also da ist ihm nur zuzustimmen, Dieter, aus meiner Sicht. Ja, er sagt ja, um es zusammenzufassen, Krieg droht bei beiden. Stimmt ja auch. Stimmt ja auch, aber ich will es mal so sagen, ich bin, was das angeht, ein bisschen legerer, weil da wird, versucht man ja auch immer, die Menschen dahingehend kirre zu machen, dass der nächste Atomkrieg kommt und dann sind wir alle, müssen wir wegkommen, wir sind in dieser Schockstarre. Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg kommen wird, weil jemand auf einen Knopf drückt. Ich glaube an einen Atomkrieg, weil es aus Versehen passiert. Das ist was vollkommen anderes. Irgendjemand dreht durch oder irgendeine Maschinerie, eine KI verselbstständigt sich und dann läuft da ein Automatismus an. Ich kann nochmal daran erinnern, dass die Russen ja ein System installiert haben, das nennt sich Dead Hand. Selbst wenn es gar keinen Russen mehr gäbe, dann die letzten Raketen gehen automatisiert aus den Silos und da wird es keine Gewinner geben. Zu Trump muss man sagen, Trump ist ein bisschen wacher noch als Joe Biden. Der Mann weiß ja, glaube ich, gar nicht, das ist eigentlich auch, wie soll ich sagen, ja, Pferden gibt man den Gnadenschuss, da gab mal so einen Film dazu. Also eigentlich ist das nicht in Ordnung, einen so greisen Mann in diesem Amt zu lassen, den morgens immer hochzupäppeln wie so ein Formel 1, nee, so ein Tour de France-Fahrer, letzte Etappe, das geht eigentlich gar nicht. Da sollten eigentlich die Lobbyverbände für alte Menschen sagen, so geht das nicht mehr, lass diesen Mann endlich seine Ruhe haben. Ich glaube, vor allem macht Biden ja nicht selber die Außenpolitik. Also das glaubt doch kein Mensch, dass Biden da jetzt strategische Entscheidungen trifft. Die Außenpolitik ist fest in der Hand von Leuten wie Victoria Nuland. Die bestimmen dann der USA und das sind eben diese extrem aggressiven Neokons, die diesem moralischen Imperialismus vollfahren. Also wir müssen die gesamte Welt unserem amerikanischen Weg unterwerfen. Also deswegen die aggressive Politik gegenüber Russland, gegenüber dem Iran und gegenüber China. Und da sind Leute wie Trump halt etwas realistischer und meinen, okay, wenn wir gegen alle so aggressiv vorgehen, dann übernehmen wir uns. Also sollten wir zu Russland nicht so aggressiv sein, aber China und Iran, die, ja, das sind dann die Feinde, die wir fertig machen müssen. Aber dass ein Donald Trump jemand ist, ist ein eisenharter Taktierer. Und wenn man sagt, ja, der hasst natürlich China und er hasst den Iran, dann hasst er die so lange, bis er gewählt worden ist. Und wenn Iran und China, dann, wenn sie doch stehen, ihm ein gutes Geschäft anbieten, aber an dem er verdient, dann ist er plötzlich ein großer Freund. So schätze ich. Gib mal nur eine ganz kleine Unterbrechung. Es war ja Trump, der den iranischen General mit einer Drohne ermordet hat. Da hätte schon auch einen Gegenschlag des Iran erfolgen können. Die Besonnenheit hat es verhindert. Also er ist schon auch einer, ein Kandidat für einen zufälligen Weltkrieg. Dieter, und einen taktischen Atomschlag. Man muss sich davon trennen, dass irgendein amerikanischer Präsident bestimmt, wer sterben wird. Die sind nur diejenigen, die das mitteilen. Das ist der militärisch-industrielle Komplex. Den gibt es ja nur einmal und dem ist es egal, welcher Präsident gerade da ist. Weil wenn ein Präsident sich von dem wählen lässt und dann umschwenkt, dann geht es ihm wie JFK. Der wird aus mehreren Richtungen von einer Person getötet. So, das lasse ich mal dahingestellt. Ja, so. Das ist bei Trump ziemlich interessant. Die US-Botschaft in der Ukraine, die hat ja jahrelang gegen Trump gearbeitet. Also die hat jahrelang hinter Trumps Rücken das hintertrieben, was hat. Also die Behörden in den USA, die sind schon mit gewissen Leuten besetzt und selbst wenn da jemand wie Trump mal eine andere Politik machen will, dann kann er das vielleicht gar nicht so einfach. Das hat ja auch Wladimir Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson vor kurzem gesagt, dass es hinter dem US-Präsidenten so ein ganzes System gibt, was vielleicht mächtiger ist als dieser Präsident. Das ist natürlich alles Blödsinn, aber die sind ja auch nicht vollkommen bescheuert, denn sie wissen ja, es gibt ja anders als damals Hiroshima, Nagasaki inzwischen mehrere Nationen mit Atomwaffen. Und wenn der zu gewinnen wäre, dann hätten sie den schon längst durchgezogen. Ich habe es immer wieder gesagt, es gab ja damals Operation Dropshot. Bis 1977 hatten die amerikanische Militärs das Ziel, 300 Atombomben auf Russland und dann 29.000 schwere Waffen auf den Rest. Haben sie nicht gemacht, weil sie wussten, da kommt noch was zurück und dann bleibt von Amerika nicht viel übrig. Ich sage nur eins, man stelle sich Folgendes vor und ich bin sicher, das ist so eingestellt, 2 Treffer auf La Hague, dann ist Europa nicht mehr bewohnbar. La Hague, da wird der gesamte Atommüll recycelt, da lagern 90 Tonnen Plutonium. Wenn du da nur einen Treffer hast, ist die Erde unbewohnbar. Das kannst du nicht schützen. Das weiß auch jeder. Deswegen dieses ganze Atomgefasel, von mir aus kann man die wegtun, weil die kosten nur Geld und es bringt eben nichts. Und wer eine Atomwaffe hat, ist nur sicher, dass er nicht angegriffen wird. Deswegen, wenn Nordkorea eine Atomwaffe haben sollte, ich weiß es gar nicht genau, dann können die nicht angegriffen werden. Gut, nochmal zurück zum Iran. Der Iran weiß auch eins. Er ist ja umstellt von amerikanischen Militärbasen. Die Amerikaner haben übrigens auch Pakistan die Atombombe geliefert. Das wissen ja viele nicht. Aber der Iran hat deswegen immer besonders reagiert, weil er natürlich ganz genau weiß, ein Atomkrieg ist nicht zu gewinnen. Und wenn er auch in einem konventionellen Krieg würde der Iran eingeäschert werden. Wir brauchen gar keine Atomraketen. Das wird heute haben wir das x-fache Arsenal von Dresden im Schrank. Wir brauchen da gar keine Atomraketen.
Es geht nur um die geografische Lage und vor allem auch um die soziale und Wenn ich, Kimmer, wenn ich ethische. noch eine Info dazugeben kann, die Masse der Bomben, die die Israelis auf den Gazastreifen auf den kleinen Gazastreifen abgeworfen haben, sind mehr als die beiden Bomben auf Nagasaki und Hiroshima. Ja, obwohl man das nicht vergleichen kann, weil da ging es ja um einen Test gegenüber den Russen, aber ich gebe dir recht, die haben in einer Woche mehr Waffen abgeworfen als die Amerikaner während des gesamten Afghanistan-Kriegs. Das ist einfach in einem Wohngebiet, so muss man das eben nennen. Dass die Welt hier so wegguckt, das ist traurig genug, aber ich mache mal kurz einen Seitenschwenk. Was wird denn von Israel übrig bleiben? Meine Prognose ist, ich habe es ja schon vor langer Zeit gesagt, am Ende wird Israel palästinenserfrei sein. So, aber dann ist Israel nicht mehr bewohnbar, weil wer bleibt da eigentlich übrig? Da bleiben üb Leute übrig, die durch den Krieg selbst so deformiert sind, dass dann ein neuer Feind her muss. Den gibt es ja auch schon in Israel. Das ist dann ein Jude mit einer dunklen Hautfarbe. Die sind ja auch nicht willkommen. Und dann der nächste, da ist man nicht jüdisch genug. Also, das heißt, wer glaubt, dass dann Israel ein Land sein wird, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist? Nein, da gibt es genügend Verwerfungen, dass die Orthodoxen dann die nicht mögen und die anderen sagen, Israel darf ja gar nicht verkündet werden. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Ich finde es sehr, sehr traurig, was aus diesem Land geworden ist. Sehr, sehr bitter. Da ist ja, das hat ja nichts mehr mit dem Kibbutz zu tun und das hatte, ich möchte an dieser Stelle an jemanden erinnern, den ich immer wieder feiere, Abi Nathan, der in den 70er Jahren ein Schiff vor Haifa geparkt hat, nämlich The Voice of Peace, und als Iraner mit jüdischen Roots groß geworden in Bombay, Radioprogramm hat für alle. Deswegen hat er auch gesagt, irgendwo im Mittelmeer hat er gesendet und hat dort alles vorweggenommen, was man an Frieden hätte schon tun können. Der hat sich schon mit Arafat getroffen, der ist nach Ägypten gewohnt, Sadat hat Rosen verteilt. Der hat ja irgendwie ist ja verscharrt worden in Tel Aviv, an den möchte man nicht erinnern, weil der hat ja gesagt, Frieden ist möglich, aber Frieden, ich sage es immer wieder, ist eine Kriegserklärung auf den militärisch-industriellen Komplex. Aber zurück zu Donald Trump. Ich glaube, dass heute jeder Präsident einer globalen Macht, da gibt es ja nur drei, an diesem geopolitischen Schachbrett eins erkannt haben wird, ein Atomkrieg ist nicht mehr zu gewinnen. Wir sind heute so voneinander abhängig in Lieferketten und auch wie Bodenschätze verteilt worden sind, dass wir uns alle als Superreiche keinen Gefallen damit tun, dass wir die andere Seite abräumen. Es geht gar nicht. Also müssen wir uns eigentlich auf einen anderen Verteilerschlüssel einigen. Und das, was da so gespielt wird, dass wir uns gegenseitig umbringen wollen, soll eigentlich die Bevölkerung in Schach halten. Ich glaube also nicht daran, dass wenn Donald Trump kommt, dass die Weltkriegsgefahr steigt, weil keiner ist so idiotisch, China anzugreifen, weil wenn China angegriffen wird, mischt sich Russland ein. Sobald du den Iran angreifst, wird sich China einmischen. Das kannst du heute alles nicht mehr trennen. Du weißt da nicht mehr, wo die Türkei steht. Plötzlich auch die BRICS-Staaten werden sich neu sondieren. Ich glaube, das kann man alles ganz vom Tisch wischen. Ich glaube, dass sich erst etwas ändern wird, wenn wir als Europäer. So optimistisch bin ich diesbezüglich tatsächlich auch. Also ich glaube auch nicht, dass es zu einem Atomkrieg kommen wird, einfach aus den Gründen, die Kevin gerade erläutert hat, weil daran keiner ein Interesse haben kann, weil die Vernichtung führt. Ja, sagen, okay, dieses ständige sich entscheiden müssen zwischen Ost und West ist alles Bullshit, weil es geht ja darum, sich zwischen kapitalistischen Systemen zu entscheiden, die ja von der Ungleichheit leben. Wir sollten in Europa bei unserer Geschichte sagen, wollen wir nicht einen dritten Weg gehen? Da sind wir bei Olof Palme. Ein dritter Weg, der gesagt, hör zu, ein Großteil des Unfriedens auf diesem Planeten hat doch mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun, mit der Verteilung von Mitteln. Und wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann dürfen die Reichen ja auch reich bleiben. Es gab ja Steuersätze unter Eisenhower, die lagen bei 97% und die waren trotzdem furchtbar. Bereich. Aber gib doch denen, die im Moment nichts haben und deswegen die Revolution wollen, gib denen doch die Möglichkeit, dass sie nicht nur über die Runden kommen, sondern ein menschenwürdiges Leben führen. Und wenn wir uns darauf einigen könnten, dann würde sich nicht so viel ändern. Die Reichen würden reich bleiben, aber die Armen würden nicht krepieren. Da gäbe es auch keine Umsturzgeschichten. Und ich glaube, dass wir in diese Richtung als Europäer argumentieren sollten, egal welcher amerikanische Präsident gerade dort ist. Ich mache mir nur Gedanken, was Joe Biden ja gemacht hat. Joe Biden hat ja jetzt gesagt, kein LNG-Gas mehr nach Europa exportieren. Das ist eine weitere Kriegsansage nach der Sprengung. Und von daher können wir eben auch sehen, dass die ganze Taktik unserer Grünen, also CIA-Regierung, nämlich dass das die Guten sind und wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit begeben, dass es ein Schuss in den Ofen war. Was würde ich tun? Ich bestehe auf ein Europa der Vaterländer, wo es wieder mehr nationale Hoheit gibt, wo Brüssel jetzt mal braucht. Ein Brüssel ist ja der Magnet für Korruption, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und wo wir uns vielleicht auch selbstbewusst in Europa an einem Orban orientieren, der sagt dazu, ich möchte das gerne anders haben, ich will auch gehört werden. Und dass wir uns in Europa auf das besinnen, was wir am besten können, nämlich aus den Lehren des Krieges lernen, weil Krieg ist echt eine scheiß Idee. Das hätte uns deswegen auch mit der Ukraine nicht passieren können. Der Aber Lied der Kemal, Ukraine. bei Orban sei nicht so optimistisch. Kaum hat man dem genug Geld gegeben, hat er sofort seine Vorbehalte.
gegen die Ukraine Hilfe fallen gelassen. Ja, ist alles super. Ich kann nur sagen, wir brauchen überall direkte Demokratie. Da sind wir wieder dabei, dass wir das brauchen. Haben wir auch nicht. Aber ich konzentriere mich nicht mehr auf den amerikanischen Wahlkampf, weil Amerika, ich sage es immer wieder, ist ein Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln. Und wenn du nicht mindestens eine Milliarde mitbringst als kleiner Steuerzahler, kannst du eh nicht mitspielen beim Wahlkampf. Von daher ist das alles Plutokratie und Irrsinn. Nennt sich natürlich dann Philanthropen, mit denen kommen ja die Tropenkrankheiten. Dieser kleine Seitenhieb sei erlaubt. Nein, ich konzentriere mich auf diesen Blödsinn nicht mehr. Es ist einfach nur noch, wie Frank Zappa das gesagt hat, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie, und da der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten doch einen Großteil des Budgets ausmacht, dieses Land geht unter. Wenn man es aber ändern möchte, dann können das nur die Amerikaner selbst. Wir sollten uns als Europäer auf das konzentrieren, was wir können. Europa, was anderes nicht. Und dort allen anderen Systemen zeigen, wir wollen weder diesen amerikanischen Kapitalismus, wir wollen auch keinen chinesischen Kapitalismus. Wir wollen eine europäische Lebensweise, die sagt, hör zu, es muss sehr viele unterschiedliche Farben geben, und wir wollen vor allem soziale Gerechtigkeit, weil das ist die Basis für Frieden. Und darüber sollten wir reden, und wir sollten uns nicht gegenseitig bedrohen oder wie das im deutschen Wahlkampf eben ist, indem man sagt, AfDler töten, da können wir bei uns selber anfangen. Ich muss da nicht nach Amerika gucken. Wir alle haben uns in irgendwelche Lager zurückgezogen und wissen genau, wie die Bösen sind. Und da müssen wir uns selbst die Frage stellen, was mit uns eigentlich passiert ist, dass wir einen Feind brauchen. Und da setze ich bei mir eben an. Ich brauche den eben nicht. Ich muss auf die andere Seite zugehen, mit dir reden, auch wenn es eine Arschgeige ist. Aber es reicht, wenn ich da in Europa bleibe. Übersee kann mir insofern egal sein, indem ich einfach sage, hör zu, Freunde, eure lustige Energieversorgung und eure Abhängigkeit, die ihr da mit uns produziert habt, ich mache jetzt mal Schluss. Wir brauchen ein neues deutsches Selbstbewusstsein, sagen wir zu. Das machen wir nicht so, wie ihr das von uns wollt, weil wenn wir es nicht machen, werden wir in den nächsten Krieg verwickeln, in den nächsten Wirtschaftskrieg, in dem wir uns ja schon befinden. Und da wünsche ich mir einen Regierungswechsel, wo deutsche Politiker einfach sagen, es ist nicht im deutschen Interesse, zwischen bei zwei... Ihnen, zu wem ein Regierungswechsel? Zu sich selber. Es ist nicht im deutschen Interesse, innerhalb Europas sich zwischen zwei Rivalisierenden aufreiben zu lassen, weil wir sind Kampfzone. So. Und das sollten wir nach oben halten. Da kann man sich ja vielleicht ein bisschen an der etwas längeren Geschichte der Schweizer Demokratie bewegen. Da ist auch nicht alles super, sagen zu. Wir machen da schlichtweg nicht mehr mit. Das würde ich mir wünschen. So, deswegen ist mir der nächste amerikanische Präsident egal, weil auch wenn es wieder mal ein Barack Obama werden würde, das war ja das größte Täuschungsmanöver ever, von denen ist nichts anderes zu erwarten als Politik im Sinne amerikanischer Interessen. Und das sind einfach keine Deutschen. So sehr ich den Wunsch teile, Kevan, so ein kleines bisschen Optimismus oder den Widerspruch gegen Dieter habe ich dann doch. Ich glaube schon, dass der Abgang von Biden in jedem Falle besser ist, ob da Trump kommt oder irgendein anderer. Insofern doch eine kleine Verbesserung bleibt. Am langen Ende hast du sicherlich völlig recht. Nur in den letzten paar hundert Jahren, wenn nicht tausend, hat Europa nicht gezeigt, dass es etwas Besseres auf die Beine stellen kann, sondern ist eigentlich noch grundsätzlich betrachtet vielmehr die Wurzel des Übels, das wir in Amerika zu besichtigen haben. Aber die Hoffnung bleibt und stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht wird sie am Ende auch noch belohnt. Für diese Woche auf jeden Fall war es das. Wir halten fest, dass rechts von der AfD Graf Stauffenberg mit seinen Grünen sitzt. Ja, das war Nachschlag. Ich würde tatsächlich sagen, ja, so eine richtige Schlagzeile der Woche war eigentlich nichts davon. Also mir ist das letzte Thema, neuen Krieg verhindern, dass wir Europäer endlich eine eigenständige Außenpolitik machen, dass wir eine eigenständige Position haben, dass wir soziale Gerechtigkeit schaffen, ist mir tatsächlich am wichtigsten. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für die Schlagzeile der Woche hieltet. Wie gesagt, ich tendiere eher zum Letzten. Die anderen beiden Themen waren auch gut. Also war wieder eine gute Sendung Nachschlag. Und ja, ich glaube, wir werden, wenn euch das gefällt, auf noch weitere Folgen von dieser Talkshow hier reagieren. Einfach, weil die Talkshows, die man im Öffentlich-Rechtlichen besichtigen kann, weil es da keine Debatte mehr gibt. Also letztens so eine Sendung, ich weiß nicht, war das Maybrit Illner oder so, wieder nur Leute, die alle die gleiche Meinung hatten. Also wieder alles nur die gleichen Kriegstreiber, keiner mit einer abweichenden Position. Das ist hier tatsächlich mal anders.